Ein faszinierendes Land von der Natur, aber eben auch ein herausforderndes Land von den klimatischen Bedingungen. Das finde ich sehr reizvoll und das ist auch, glaube ich, was Menschen anzieht. Island wird immer mehr auch touristisch geprägt. Menschen interessieren sich dafür. Wie können die auch katholische Kirche kennenlernen? Das sehe ich auch als eine große Chance und ich sehe eben auch das Zeichen der Gastfreundschaft. Ich erlebe immer, wenn ich in Nordeuropa unterwegs bin und auch in Island beispielsweise, dass die Gemeinden sehr gastfreundschaftlich sind, dass sie eben auch sehr jung sind und offen sind und auch versuchen, den Menschen in ihren Situationen zu begegnen, auch in den Unterschiedlichkeiten, auch in den unterschiedlichsten Lebensweisen und Glaubensstilen. Und das eben zu vereinen, ist oft nicht einfach. Vielfach ist es der Gottesdienst, der Menschen zusammenführt, aber eben hier auch zu sehen, wie können wir auch Kinder- und Jugendarbeit aufbauen, wie können wir ein pastorales Programm den Menschen in der Begleitung auch geben und wo haben wir eben auch Orte, die den Menschen ermöglichen, sich auch des Öfteren mal zu sehen. Andersrum sind sie auch manchmal sehr findig, beispielsweise die Erstkommunion wird über Skype, damit man die Kinder auch mit erreichen kann. Und es gibt viele neue, junge Ordensleute, die auch nochmal einen Atemraum des Glaubens geben, die den Menschen auch ermöglichen, Gebet zu finden, aber eben auch, wo sie landen können mit ihren Fragen, Sorgen und Problemen über die katholische Kirche hinaus.